Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's. Wir haben unsere große Insel erreicht, den Zwischenstopp auf dem Weg zum nächsten Storypunkt, den wir auf jeden Fall auch in dieser Folge noch erreichen werden. Mich hat die Neugier gepackt. Ich möchte mir das auf jeden Fall anschauen, was da auf uns wartet. Zumindest einen ersten Blick riskieren. Jetzt gucken wir uns erstmal hier kurz um, gehen einkaufen, ganz klar. Und weil wir hier einen Mini-Balboa haben, schauen wir auch nach Honig, nach Bären und nach vielleicht dem einen oder anderen besonderen Tierchen, was noch auf unserem Floß mitfahren will. Wer weiß, ich bin sehr gespannt. Liebe Leute, auf geht's. Wir sind soweit vorbereitet. Erstmal gucken wir ein bisschen unter Wasser, weil wir ja auch jetzt super knapp sind mit Metallschrott. Deswegen gucken wir, dass wir hier möglichst viel finden. Ich glaube aber, an diesen Balboa-Inseln gab es nicht so viel. Da gab es mehr Erze, die wir jetzt nicht mehr so dringend brauchen. Deswegen lassen wir die tatsächlich auch liegen und nehmen uns erstmal nur den ganzen Metallschrott mit. Ich hoffe, beim Händler konnte man auch was kaufen. Das weiß ich nicht mehr genau. Man konnte auf jeden Fall die Metallerze kaufen. Ich hoffe einfach mal, dass wir auch ein bisschen Schrott kaufen können. Ein paar Müllwürfel haben wir auf jeden Fall noch vorbereitet. Münzen sollten wir genug haben. Mal gucken, ob wir auch nochmal eine Ladung frische Köder kaufen. Die wir dann jetzt nicht sofort verangeln, aber wir können sie erstmal kaufen. Aber erstmal brauchen wir viel, viel Metallschrott, weil da haben wir jetzt fast gar nichts mehr. Ich hoffe einfach mal, der Händler gibt noch was her. So, da unten haben wir auch nochmal Erze. Wie gesagt, die lassen wir jetzt tatsächlich liegen, weil wir haben die Kiste, damit quillt uns über. Brauchen wir einfach im Moment jetzt gerade nicht. Wenn, dann brauchen wir eher Titanerz noch. Kriegen wir ja auch beim Händler. Jetzt erstmal hier. Und ich finde es so gut, dass wir nochmal Glück hatten, dass das hier ein Mini-Balboa ist hier. Einfach super. Durch Zufall. Kann man ja, sieht man ja vorher nicht. Man sieht ja einfach nur den Spot auf dem Radar. Wir haben jetzt einfach die nächste Insel uns ausgesucht auf dem Weg Richtung unserem Zielspot. Und dann ist das zufällig ein Mini-Balboa. So, so, super. Gibt ja doch echt einiges an Schrott noch. Übrigens hier, den nehmen wir ruhig auch mit zwischendurch. Ein bisschen Ton. Weil jetzt, wo wir so viel an leckeren Sachen vorkochen und auch ein bisschen Sand tatsächlich ruhig nochmal nebenbei, verbrauchen wir auch einiges an Ton und Sand jetzt für die Schalen und die Gläser. So. Trotzdem ist jetzt irgendwie noch eine recht magere Ausbeute. An Metallschrott. 12 Stück. Da hinten liegt noch einer. Und ihr Lieben, wie immer, falls ihr im Hintergrund was hört, oder wie in den letzten Folgen eventuell immer, die Baustelle vor meiner Tür, direkt vor der Tür. Und ich höre sie jetzt auch wieder durchs Headset, die sind gerade wieder richtig laut. Du kommst nochmal mit. Also falls im Hintergrund irgendwie ein bisschen klappert oder brummt oder irgendwas, dann ist das die Baustelle vor meinem Fenster. Mini-Balboa! Da wartet mit Sicherheit der eine oder andere Bär auf uns. So, hier kann man, glaube ich, nicht wirklich weit runtertauchen, dass sich das irgendwie lohnen würde. Sagen eigentlich unsere Flossen, sehen noch ganz gut aus. Luft sieht naja aus. Aber so riesig ist die auch nicht. Weil irgendwie diese besonderen Inseln, die man halt finden kann, wie eben so ein Mini-Balboa oder so ein Mini-Caravan-Town, die haben zwar immer einen Händler drauf, aber sind nie so groß wie die richtigen großen Inseln, sag ich mal, die man noch finden kann. Und hier werden wir auf jeden Fall aber auch nochmal einiges an Bienen mitnehmen können. An Bären. Und wer weiß, Leute, da läuft jetzt irgendwo noch... Was läuft denn da jetzt noch rum? Vielleicht noch... Könnten wir noch einen Lama brauchen? Noch ein sechstes Lama? Kupfer haben wir auch ohne Ende. Hier, du kommst auf jeden Fall mit. Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten an unserem Floß nochmal verändert. Also nichts Wildes, nur in unserem Gehege nochmal die Pfeiler angepasst am umgebauten Gehege, weil da passten ja jetzt die Pfeiler mit den Lichterketten nicht mehr zu dem neuen Gehege, zu dem ausgebauten. Die habe ich nochmal angepasst. Und unser Klavierzimmer vorne habe ich nochmal komplett alles wieder abgebaut. Tatsächlich alle Möbel nochmal rausgenommen. Weil da müssen wir erstmal gucken. Jetzt habe ich die Farben ja auch noch gepackt. Müssen wir mal schauen. Jetzt will ich erstmal irgendwie überlegen, wie wir es mit den Farben machen. Und dann eventuell nochmal einrichten. Oder mal gucken. Das sehen wir dann auch. Ah, super, Leute. Es gibt so viel noch. Es gibt noch so viel. Und ich habe auch geschrieben, wir sind... Wir sind vorbereitet. Dass auch noch ganz, ganz viel zu entdecken kommt. Also wir sind noch nicht mal ansatzweise irgendwie auf dem Weg zum Ende. So gut.
So, die Erze lassen wir auch wieder liegen, auch wenn sie mich jetzt schon wieder so angrinsen und so anleuchten. Lassen wir trotzdem liegen. Wir schwimmen erstmal jetzt rüber, wenn wir gerade schon mal hier sind. Das heißt, hier unten ist jetzt nochmal alles leer, in unserem eigentlich schon recht gemütlich eingerichteten Klavierzimmer. Aber das ist, ne, bisschen umdekorieren kann man immer. Deswegen ist erstmal nochmal leer. Wir haben jetzt aber schon mal überall die Teppiche, die waren vorher nicht drin. Und wir haben jetzt schon mal überall Vorhänge dran. Und hier, irgendwie stört mich das Ruder jetzt doch ein bisschen hier. Vielleicht ziehen wir die Brücke oben nochmal einen weiter raus. Oh, und was wir auch noch machen übrigens, Schätze suchen gleich auf der Insel da drüben. Bevor ich das vergesse. Okay, 22 Metallschrott. Gar nicht so schlecht. Und unsere Wasserpumpen hier funktionieren übrigens auch richtig super. Und ich glaube... Ah doch, jetzt geht's langsam los. Dass die Sprinkler jetzt dadurch irgendwie gefühlt ihre Batterien viel, viel langsamer verbrauchen. Apropos. Warum ist das eigentlich nicht an hier? Letzte Folge auch schon nicht. Wie kann das eigentlich sein? Machst du mal bitte sofort hier... Ja. Jetzt geht's wieder los. Prost auf dem Floß. Na, hier alles in Ordnung bei euch? Was ist denn los? Keine Musik mehr hier. Wir wollten gerade den Tanzhuf schwingen. Hier auch nochmal ein Schlückchen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir können ja auch an dem elektrischen Reiniger immer nachfüllen gehen draußen. Gucken wir ganz kurz mal, wie die Batterie hier hinten aussieht. Verbraucht aber auch echt gar nicht so schnell. Jetzt ist aber doch langsam mal leer. Ist aber auch schon ewig gelaufen. Ah, super. Die letzte Folge war so still. Irgendwas hat doch gefehlt hier. Moment, du kommst da unten rein. Wir füllen erstmal... Hier, guck mal her, wir nehmen euch noch eine mit. Wir füllen erstmal kurz die beiden Batterien an unseren Wasserpumpen eben auf. Ah, super. So, komm mal her, du wirst aufgefüllt. Drüben kommt auch eine neue rein. Dann legen wir uns ins Bett und dann geht's wieder rüber auf die Insel. Raus mit dir. Frische Batterie da rein. Die an den Sprinkler machen wir gleich, wenn wir wiederkommen. Können wir auch machen, wenn wir dann gemütlich unterwegs sind. So, hier rein. Der kommt wieder rüber. Jetzt räumen wir unsere Beute weg. Und dann nochmal erstmal an Land umgucken. So, alles mitnehmen. Dann wieder rüber und als letztes zum Händler dann. So, naja, ne. Das ist auch schon wieder nicht schlecht. Algengröße sieht auch gut aus. Wir müssen nur mal mehr durchschmelzen. Die können auch schon mal über Nacht hier nebenbei durchlaufen. Dann wieder da rein und jetzt gehen wir ins Bett. Achso, man kann das Klavier übrigens auch, jetzt wo ich die Musik höre, man kann das Klavier auch spielen. Müssen wir natürlich noch ausprobieren. Vielleicht schaffen wir das jetzt nicht mehr in dieser Folge dann, weil das müssen wir erstmal wieder aufbauen, unser Klavierzimmer. Aber das probieren wir auf jeden Fall natürlich auch noch aus. Kennt ja noch meine Gitarrenkünste und was hat man noch für Instrumente in Scum gespielt? Wer dabei war, ein Virtuose an der Gitarre und der Mundharmonika. So. Okay, wir haben alles dabei. Hier aber nee, lassen wir ruhig angezogen, ist wurscht. Sparen wir Inventarplatz. Gucken wir erstmal. So aus Neugier im Sonnenaufgang. Wahrscheinlich kriegen wir sowieso erstmal gleich einen Besuch von dem Bärchen. Oh, können wir hier auch nochmal Birken mitnehmen? Obwohl, brauchen wir Birken? Weiß ich nicht, aber wir wollen Birken. Noch ein paar. Die gehen aber alle wieder nicht. Müssen wir die ganz klein suchen. So, hier muss es doch aber jetzt einen Schatz geben. Mindestens einen. Das sieht auch cool aus da mit dem... Ist hier vielleicht schon ein Höhleneingang, wo wir ein bisschen Erde kriegen? Oh, alles klar. Ich glaube, wir werden dann eher da oben. Aber Erde kriegen wir hier schon mal. Habe ich eine Schaufel mitgenommen? Habe ich. Sehr gut. Eins.
Eine Wiese. Zwei Wiesen. Die sind auch immer gut. Okay, zwei Wiesen. Das ist eigentlich viel zu wenig. Honig. Oh, lass mich. Da hinten kommt, glaube ich, auch irgendwas gewackelt. Kommt dann, ist das ein Bär, was da hinten rumläuft? Warum klappt das nicht? Haben wir nicht. Nee, ist ein Baumstumpf, der da hinten rumläuft. So. Du. Und da sind nochmal welche unterwegs, die man gar nicht hört diesmal. Also ganz leise. Jetzt haben wir euch. Super. Super, dass es Mini-Balboa ist. So, die können wir doch aber mitnehmen hier, ne? Du bist doch eine... Ja. Und da haben wir nochmal einmal Birkensaat. Wer weiß, wo wir noch anpflanzen. Und die können wir auch noch mitnehmen hier. Die Pinie. Oh, jetzt ist extrem laut die Baustelle, lieben. Ich hoffe, es ist nicht... Ihr hört nicht zu viel davon. Scheppert's gerade richtig. So. Okay, das war die Seite. Schatzsuche. Nee. Tatsächlich hier draußen vielleicht. Oh. Ja. Nee. Dann kann es nur da oben drauf sein. Komm mal hier raufgehüpft. Komm schon. Ah, gib dir Mühe. Nee. Hier liegt was vergraben? Wir graben. Da ist was. Ein Köfferchen. Steckt hier so in der Felswand. Nehmen wir mit. Taschen werden schon wieder voll. Gibt's hier noch was hier oben? Da oben gibt's auf jeden Fall noch einen. Ja, da oben rauf gibt es noch einen. Oh, alles klar. Gehen wir erstmal hier rum und versuchen da irgendwie oben rauf zu kommen. Von der Seite. Oh, habe ich mich erschrocken. Wow. Kommst du denn her? Mann. Nimm das! Das auch noch! Aber lieber noch mal ein bisschen hier. Oh. Der hat mich gut erschrocken. Mann. Sehr schön. Gib das her. So, vorne lief eine Ziege. Die habe ich doch gesehen. Aber es war eine ganz normale. Ja, da ist sie. Eine ganz normale. Aber wir nehmen die jetzt trotzdem auch mit. Oder die sieht kleiner aus. Bist du eine Zwergziege? Die können wir aber nicht jetzt sofort mitnehmen, oder? Wo ist denn unser... Doch. Wir haben die Taschen eh voll. Die sieht... Täuscht das, oder? Die wirkt so klein. Feuer! Boah, mit dem Aufsetzer. So, kommst du... Bleibt die da jetzt im Moment liegen? So, oder löst sich das Netz gleich wieder auf? Befreit die sich? Dann nehmen wir das hier noch mit. Und die ist nix. Aber die... Moment, wir holen dich da gleich raus. Ich hoffe, du befreist dich nicht so schnell, dass sie sich da gleich rauszappelt. Haben wir vielleicht eine Zwergziege? Nee, die sieht jetzt wieder ganz normal aus. Das täuscht immer. Es gibt doch keine Zwergziegen, es gibt nur Bergziegen. So, egal, du kommst trotzdem mit, auch wenn du jetzt keine besondere Fellfarbe hast. Wir nehmen dich erstmal mit. Wir haben genug Platz noch jetzt in unserem, naja, demnächst umgebauten Ziegengehege. Oh, kein Blues. Luft anhalten. Hammer. Ah, super. Kommst du mit. Hier geht's dir viel besser. So. Kannst du eine kleine Reise machen. Sag Hallo.
Nee, die ist normal. Moment, die braucht jetzt noch einen. Die hat jetzt noch keinen Namen, ne? Unser eines Lama hat auch noch keinen. Sollen wir doch einmal. Kurz die Batterien hier auffüllen. Nun selber müssen wir, glaube ich, auch mal auffüllen. So, 1, 2, 3. Ja, passt ja genau. Wir müssen auch bald mal wieder aufladen. Ach so. Machen wir das mal so. Zack. Wasser kommt ja automatisch. Sehr schön. Die haben auch schon wieder alle Wolle drauf. Aber irgendwie, Leute, wir können nicht alles auf einmal machen. So, euch geht's erstmal gut. Jetzt regnet es auch noch wunderbar, das passt. Wir trinken selber mal was. Wie gesagt, wir fahren auf jeden Fall nach Varuna, ihr Lieben. Keine Sorge, wir kommen da an in dieser Folge. Und setzen vielleicht schon mal so einen. Vielleicht setzen wir auch einen ersten Fuß drauf. Mal gucken. Ich bin so gespannt. Er ist ein bisschen rumgehüpft. So. Okay, Essen. Gibt's denn Feines? Hier eine Gemüsesuppe und ein Omelette gleich noch oben drauf. So, und welcher war denn das? Das war der, der braucht noch ein bisschen Lebensenergie. Ja. Super. Das wieder runter. Rest kurz in die Kisten. Das hier rüber. Titan und das hier rein. Pilze hier. Fleisch. Alles klar. Schon ist wieder Ordnung. Und auf geht's. Wieder rüber. Sollten wir. Nee, sollten wir nicht. Sollten wir schon mal die Sachen für den Händler mitnehmen? Wir gucken erstmal nochmal einmal rum, weil ich glaube, der Händler war jetzt auch gleich hier oben. Ich habe die Musik zumindest schon gehört. So, da haben wir die Ziege jetzt mitgenommen. Wir gucken jetzt nochmal hier hoch. Ja, da oben ist der Händler. Das ist auch cool, mit diesem Felsbogen darüber sind auch ein paar Bienen unterwegs. Hast du einen Schatz hier oben versteckt? Moment, das kann ja nicht sein. Dann muss der. Nee, wird wieder weniger. Oh! Hallo? Gibt's hier irgendwo einen Höhleneingang? So, wir sind ganz nah dran. Dann wird es wieder weniger. Nee, hier. Hier. Oh, unsere Schaufel. Hoffentlich schaffen wir die noch auszubuddeln. Gerade so. Unseren Schrotthaufen. Nehmen wir auch erstmal. Da unten. Ach, da unten waren wir gerade. Da haben wir die ersten Bienen gerade eingesammelt. Das war da. Da auch. Da drüben. Oh, das lohnt sich nochmal richtig. Wir können auf jeden Fall auf dem Oberdeck dann. Oh, au, au, autsch. Nochmal deutlich mehr Bienenstöcke uns aufstellen. Du kommst mit. Ihr kommt alle mit. Und die Bäume nehmen wir auch noch mit. Komm runter da. Oh. Haben wir. Ah, super, das ist nochmal ein Mini-Balboa einfach war auf dem Weg. Genau das, was wir brauchen. Was wir gebraucht haben, so. Axt ist auch gleich hin.
Du kommst mit und du kommst mit. Und die Pinie da hinten schaffen wir auch noch. Schaffen wir auch noch. Also ist die andere Kassette, die wir haben. Das ist die Händlermusik, die zweite, die wir haben. So. Da waren wir wegen den Bienen. Da sind wir ja hier durchgelaufen. Da oben waren wir jetzt auch. Wo waren wir hier jetzt schon überall? Da haben wir die Erde geholt. Hier haben wir ganz am Anfang schon gerade eben einmal geguckt, bis auf die Ecke. Ich glaube, das war die Insel. Hier, Moment, ich können wir auch noch mitnehmen, ne, wenn unsere Axt das noch schafft. Ja, hat sie gerade noch so geschafft. Ich glaube, das war die Insel. Oh, 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 oh. Ist der so schnell schon wieder neu gespawnt? Oder ist das ein neuer Bär? Der ist der gleiche. Wir hatten es auf jeden Fall schon gesehen. Haben wir eigentlich eine Taschenlampe dabei? Nee, haben wir nicht. Gibt es hier vielleicht... So schnell kommt der hinter uns her. Gibt es hier irgendwo vielleicht noch einen Höhleneingang? Wo wir noch ein bisschen mehr Erde finden können? Also müssen wir hoffen, dass wir beim Händler welche kaufen können. Dann hoffen wir darauf. Ja, hier unten waren wir. Da oben sind wir raufgekraxelt. Da kamen wir von der Seite raus. Gehen wir wieder zurück. Okay, dann war das die Insel. Doch, die sind auch immer nicht so groß. Aber reicht auch. Okay, rüber. Ins Bett legen, Taschen leer machen, einkaufen, losfahren. Passt ja auch von der Zeit noch super. Sind wir auch noch gut in der Zeit. Wir sind ja nicht mehr so weit weg jetzt. Und wir haben noch eine Ziege mehr. Dann haben wir jetzt auch vier. Vier oder haben wir jetzt fünf Ziegen? Egal, genug Ziegen. Wir haben erstmal genug Ziegen. Dann haben wir irgendwas für hier vorne? Nee. Saatgut rüber, das rüber. Ja, sieht auch schon wieder gut aus. Planken da rein. Das alles darüber. Seile. Das lassen wir schon mal hier. Ja, wenn der Bär kommt, reicht uns auch der Speer zur Not. Dann kannst du schon mal umgetauscht werden. So passt. Alles klar, ab ins Bett. Und einmal noch einkaufen. Wir brauchen alle unsere Münzen und alle unsere Müllwürfel. Sieht gut aus. Auf geht's. Ich hoffe, wir können ein bisschen Schrott kaufen. Schrott, Titanerz. Reicht eigentlich erstmal. Schrott und Titanerz. Und wenn wir Erde kaufen können, wäre natürlich super. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, man kann aber die Pilze kaufen. Die brauchen wir jetzt mal nicht so dringend. Erde wäre eigentlich super. Hopp, hopp, hopp. So, guter Mann. Wir gucken mal. Ich wollte noch ein paar Köder mitnehmen. Aber eigentlich... Die Gewürze würde ich auch wieder gern kaufen. So, jetzt guck mal her. Bei 1. Ist keine Erde dabei. Da sind die Pilze, das haben wir alles. Oh, das, ihr habt auch mal gefragt wegen dem Wikingerhorn, ob ich das kaufen kann. Wo waren das? Hier, was kostet das überhaupt? Das kaufen wir jetzt auch mal. Trötet, um deine Feinde zu ärgern. Okay, das wollen wir mal ausprobieren. Ist gekauft.
So, und dann kaufen wir natürlich das Titanerz auf. Ist klar, dass wir das kaufen. Und Schrott gibt es aber zu kaufen. Immer nochmal 15. Wollen wir die Gewürze auch noch mitnehmen. Chili haben wir noch einiges. Wir kaufen erstmal das Kurkuma. So. Wir kaufen die erstmal. Wir müssen jetzt nicht angeln gehen. Wir kaufen sie nur. Kühlschrank, Henk, das können wir alles so lassen. Oh, es gibt einen Anglerhut. Beim nächsten Mal. Soweit erstmal gut. Okay, auf geht's. Zurück zum Floß und dann auf Kurs. Oh, ich bin so gespannt. Kleines Stück darüber nur. Vielleicht auch einmal ganz kurz nachtanken. Und dann sind wir unterwegs. Varuna, wir sind unterwegs. Hopp. So. Guck mal, wie sieht's hier aus? Ja, wir tanken gleich ein bisschen nach und dann fahren wir los. Münzen alle wieder hier rein. Müllwürfel hier rein. Du auch noch. Köder hier unten. Alles klar. So, jetzt gib mal her hier das Tröterhorn. Ach so. Ach, das hängen wir einfach. Wie benutzen wir das dann? Oh, ist das gut! Das wird unser Nebelhorn auf der Brücke. Ich glaube, wir haben kein Nebelhorn auf der Brücke. Ich wollte erst die andere Tröte umhängen. Hier! Wie hängt man das hier? Das muss hier... Passt das hier? Oh, das hat gerade dazwischen gepasst. Komm schon. Da! Naja. Doch! Der war wieder gut. Alles klar. Vielleicht, irgendwie muss es, eigentlich muss es irgendwo anders hängen. Das gefällt mir dann. Vielleicht hier oben. Eher so mittig hier. Ja. Ah, wie gut. Wie gut, dass wir es gekauft haben. Alles klar. Prost. So, wir sind durstig und unsere Motoren sind auch durstig. Füllen wir einmal auf. Hier reicht zweimal und hier reicht aber eigentlich auch zweimal. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Okay, das passt. Das noch kurz wegräumen. Dann machen wir uns auf den Weg. So, du da rein. Jupp. Und schon sieht das wieder gar nicht mehr ganz so schlecht aus. Wir haben zwar keine Nägel, aber es passt. So, haben wir denn... Haben wir auch nicht. Gib mal eine frische Axt schon mal rüber. Paddel brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich. Was wir aber brauchen... ist eine Schere. So, wie ihr seht hier, die Zwischenverbindung ist weg, wo hier die Pfeiler jetzt mitten im Gehege standen. Wir ziehen hier vorne dann wieder auf Höhe von den Zaunen das rüber. Und hier hinten gar nicht weiter. Das lassen wir wieder so, wie es vorher war. So. Okay, Lieben, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los auf dem Floß. Wenn es länger dauert, wir kommen da an. Ist egal. Ah, ist die Batterie hier oben auch schon wieder leer. Da müssen wir rüber. Gib her. Wir kommen noch los.
Wir kommen noch los. Vor Freude wächst nur. So unsere letzte aufgeladene Batterie. Komm mal mit. Wir schmeißen mal gleich die nächsten an hier. Zu lange nicht aufgeladen. So. Jetzt aber. Jetzt aber. An hier. Ankerlichten. Und Maschinenstart. Das an. Und wir sind unterwegs. Ah, sehr schön. Jetzt kann man noch vernünftig sehen, wo wir hinfahren. Viel, viel besser. So. Huch, ich glaube, wir fahren rückwärts. Ja, sieht besser aus. Kam mir auch so vor, wir fahren rückwärts von der Insel. Jetzt fahren wir richtig rum. Und kommen auch genau drauf zu. Oh, Leute. Oh, Leute. Bin ich gespannt. Jetzt, wir bauen jetzt auch nichts mehr auf. Jetzt auf dem Weg. Wir nehmen jetzt noch, bereiten schon mal die Ausrüstung vor, um den ersten Fuß da schon mal drauf zu setzen vielleicht. Was nehmen wir denn dann mit? Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall natürlich unseren Bogen. Wie für unsere Eisenpfeile. Probieren wir mal kurz hier hinten hin. Auf dem Weg können wir vielleicht noch einmal scheren. Das lassen wir erstmal kurz hier. Wir gucken uns erstmal, müssen wir einen ersten Blick riskieren. Das ist erstmal nur was, womit wir uns schützen können. Das. Du kommst auf jeden Fall weg. Wir brauchen unsere Stiefel wieder. Und hier ein Dings nehmen wir mit. Und vielleicht nehmen wir doch noch eine Machete mit. So, so, so kommen wir da an. Das lohnt sich, da lohnt sich das Aufheben eigentlich auch nicht. Komm, die schmeißen wir einfach mal weg. Hier, das und das. Tschüss. Was wir nebenbei machen, ist schon mal, dass wir die Müllpressen anschmeißen. Falls wir da nochmal einkaufen wollen. Oder auch nicht, weil die Batterien leer sind. Wie lange war ich? 686 Plattformen. Geht ja eigentlich immer noch was. Naja, so schnell geht's nicht. Okay, ab nach vorne auf die Brücke. Wir kommen an, Leute. Es wird eine etwas längere Folge, sehe ich so schon. Aber wir kommen an und gucken. Der erste Blick muss sein. Weil was wir in einer Folge nicht schaffen, kommt immer in der nächsten halt dran. Aber ich habe in dieser Folge versprochen, dass wir da ankommen. Ich möchte es auch selber sehen. Ich möchte da jetzt endlich ankommen. Wenn man in dieser Folge nicht ankommt, dann komme ich auch nicht an da. Weil offscreen werde ich da nicht hinfahren. Da muss ich selber warten bis zum nächsten Aufnahme. Deswegen, ich will das jetzt sehen. Wie gesagt, und hier unten müssen wir überlegen. Erst alles streichen. Und dann einrichten. Oder erst... eine kleine Insel auf dem Weg. Die lassen wir jetzt aber aus. Oder doch wieder erst einrichten und dann so ein bisschen an die Möbel versuchen anzupassen. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mit den Farben rum experimentieren. Fahr mal schneller. Ich glaube, wir brauchen auch noch zwei Motoren mehr. Passen wir gerade so dran vorbei. Okay, okay. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Alles ist gut. Noch mal ein bisschen Musik genießen. Sieht hier aus, auch schon wieder voll. Ja, wir müssen doch auch mal wieder ein paar Honiggläser herstellen. Oh, ich habe vergessen, unsere Stiefel rauszunehmen. Hier, kommt mal her.
Lampe haben wir auch noch dabei, ne? Eine haben wir noch. Die kommt auf jeden Fall noch mit hier unten. Und Essen und Trinken, ganz klar. Einmal den, einmal den, einmal den und einmal den nehmen wir schon mal mit. Ja, Leute, ich mag unser Floß. Ist zwar noch lange nicht fertig, was die ganzen Details angeht und vor allem was jetzt die Farben angeht dann auch. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir alles anmalen. Müssen wir mal auch mal uns überlegen. Aber irgendwie, auf jeden Fall die verschiedenen Räume können, glaube ich, doch ein paar Farben kriegen. Wir kommen der Sache näher. Oh. Gehen wir nochmal einer rüber in unser gemütliches Zimmerchen. Legen uns da nochmal hin. Läuft da was anderes auf einmal? Nee, ich wollte schon sagen. Was ist denn los? Ist da noch ein zweiter Track auf der Kassette? Ah, wie gut. Und was hast du dazu? Hallo? Da hat's geruckelt. Sind wir einfach schon in Sichtweite? Einmal die Insel reingeladen. Schon wieder gleich aus. Die Batterie, egal, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Da! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Moment. Moment, erstmal schnell hinlegen. Wir fahren ja nicht. Passiert ja nichts, wenn wir uns hinlegen. Kommen wir ja nicht groß von der Stelle irgendwie, während wir schlafen. Ab nach vorne. Da, 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 da. Oh, was ist das denn? Wie so ein riesiger Kran. Oh, sieht das gut aus. Oh, sieht das jetzt schon gut aus. Oh, Leute. Oh, ich glaube, die Folge kommt heute ein bisschen zu spät raus auch, eventuell. Letzte Zeit auch viel, viel zu oft passiert. Die sollen schon pünktlich rauskommen. Das ist schon der Anspruch, ganz klar, aber klappt nicht immer. Ich muss doch auch, glaube ich, mehr vorproduzieren. Einfach dann ist das gesichert, dass die Folgen da sind. Wie langsam sich das erst aufbaut. Das muss riesig sein auch. So ein Rohbau einfach. Ich glaube, wir fahren eher mal nochmal so einen Bogen und fahren dann von der vorderen Seite hier ran. Also erst nochmal so jetzt hier und dann, wenn wir ungefähr auf der Höhe sind, rechts rüber. Oh, ist das gut, Leute, ist das gut. Da hinten ist noch was. Scheint noch ein zweiter kleiner Rohbau zu sein. So, dann schippern wir mal rüber hier. Hm, da kommt noch mehr. Ich glaube, wir legen doch eher dann hier an der Seite an. Planänderung. Oder? Da ist auch ein Gerüst, glaube ich. Ja, wir legen hier an der Seite an. Okay, dann nochmal kurz einen Bogen nach hier. Dann so rum. Oh, was ist das denn für ein super, super Spot? Ja. Yep. Okay, nein, Moment. Moment. Maschinenstopp. Anker setzen.
Oh ja, wir sind. Oh, wir sind sogar mit der Tür fast hier. Das hätte ich mal sauber rangefahren. Kommen wir da jetzt auch sauber rauf? Oh, ja, so nicht. Oh, was ist denn hier los? Wow! Hallo, Bruce, du bist bloß. Ich hab mich schon kurz erschrocken, ich dachte, was Neues. Ganz ruhig, ist ja bloß Bruce. Oh, der ist aber hartnäckig. Hartnäckiger Bruce. Oh, ist das... Oh, Leute. Vorfreude hoch 10. Wir müssen... Wie gesagt, jetzt haben wir keine Zeit mehr, um natürlich jetzt hier noch groß uns umzugucken. Aber ich habe gesagt, wir kommen auf jeden Fall an in dieser Folge. Mehr wollte ich aber eigentlich auch nicht. Ankommen, ersten Blick riskieren, vielleicht einen ersten Fuß draufsetzen. Gut, dass wir unseren Ausguckturm hier oben haben. Wir könnten ja jetzt nur zum Spaß provisorisch auch eine Zugbrücke mal hier oben dran machen, unsere Dächer. Eine improvisierte, nur jetzt um hier ranzukommen vernünftig. Da rennt schon der Rattenaffe. Okay, Leute. Was freue ich mich auf... Ich würde mal sagen, die nächsten zwei Folgen schon mal mindestens ganz besonders jetzt. Wer weiß, wie lange wir dann brauchen. Oh, wie gut. Autsch. Alles klar, ihr Lieben. Wir müssen zum Ende kommen. Die Folge kommt auch wieder später, deswegen... Dafür ist aber auch dann ein bisschen länger. Ich hoffe, es gleicht sich ein bisschen aus. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.